Heilig bedeutet eben nicht sündlos oder rein oder vollkommen oder keusch oder kirchlich. Was bedeutet eigentlich heilig, beziehungsweise was ist die Heiligkeit Gottes? Heilig bedeutet in der Grundbedeutung des Wortes zunächst einfach nur getrennt, abgesondert, andersartig. Heilig ist damit keine sittliche Eigenschaft, sondern ein Beziehungsbegriff, ein Relationsbegriff. Etwas oder jemand wird von dem übrigen Bereich getrennt. Was bedeutet das nun in Bezug auf die Heiligkeit Gottes, die ja ein Wesensmerkmal Gottes ist? Das heißt, Gott ist vollkommen getrennt von aller Geschöpflichkeit, Profanität, Sterblichkeit, vollkommen getrennt und ist damit vollkommen heilig. Und zwar getrennt nicht primär räumlich, sondern primär dem Wesen nach. Gott ist dem Wesen nach andersartig als alle Geschöpflichkeit. Er hat ein göttliches Wesen. Christus war auf der Erde und hatte Umgang mit Sündern und war dennoch vollkommen heilig, denn er war dem Wesen nach völlig andersartig als Gott wie die übrigen Menschen. Er konnte sagen, ich bin von oben, ihr seid von unten. Er war dem Wesen nach getrennt von allen übrigen Menschen und ist deshalb vollkommen heilig. Und aus diesem Zustand des Getrenntseins resultiert die sittliche Eigenschaft der Sündlosigkeit und Reinheit. Das ist die Folge dessen. Was heißt das nun, wenn Gott Personen oder Gegenstände heiligt? Auch das heißt, Gott nimmt sie heraus, trennt sie heraus aus dem übrigen Bereich. Das heißt, Gott erklärt den Mensch als zu sich gehörend, abgesondert für Gott, und damit ist der Mensch oder der Gegenstand geheiligt, heilig, und Gott hat den Anspruch nun auf diese Person oder auf den Gegenstand. Ein Beispiel sind die wiedergeborenen Christen. Ein Mensch, der zum Glauben kommt an Christus, wird ein neues Geschöpf, bekommt ein göttliches Wesen, die göttliche Natur, und ist damit ein Kind Gottes, ein Kind von Gott und ist damit nun zu Gott gehörend. Und Gott hat Anspruch auf diesen Mensch, auf dieses Kind Gottes. Der wiedergeborene Christ ist damit geheiligt und vollkommen heilig, der Position nach. Und das nicht aus sich selbst heraus, sondern immer in Christus. Denn nur durch den Glauben an Christus kann der Mensch ein Kind Gottes werden. Und damit ist der Mensch dem Wesen nach völlig getrennt von den übrigen Menschen. Er hat ewiges Leben, göttliche Natur, ist ein Kind Gottes, ein neues Geschöpf und ist damit vollkommen heilig, geheiligt in Christus. Und aus diesem Zustand des Getrenntseins, der Andersartigkeit, resultiert die sittliche Eigenschaft der Sündlosigkeit und Reinheit, die jeder wiedergeborene Christ anstreben soll. Das ist aber nur eine Folge der Heiligkeit, des Getrenntseins und nicht die Ursache.